اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Als allererstes möchte ich mich hier bei der Anwesenheit und die Gruppe von Heide und Hamburg von Al-Batul Verein ganz herzlich bedanken. Und das ist für mich eine Ehre, hier zwischen euch sein zu dürfen, denn das ist das erste Mal, wo wir uns in Hannover befinden. Ich möchte mich mit einem Salawat bei euch bedanken, mit der höchsten Bruder Umid, das ist der Organisator von Al-Batul Verein, der hat mich angeschrieben, dass wir heute das Thema die Erben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam besprechen. Das ist ein Thema, das was für uns allen selbstverständlich ist, dass die Erben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Fatima wa Baniha wa Ba'liha Ali bin Abi Talib salam wa alayhi und Hassan und Hussein alayhi wa sallam sind. Aber wir können aus diesem Thema was anderes machen, was Schöneres machen sozusagen. Nämlich, was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gehabt zu vererben? Hausa Fadak und sein Haus oder die Häuser, die er gehabt hat für seine Frau. Das bestätigt der Koran, indem er sagt, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, das heißt, bleibt in euren Häusern, zu der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ein Beweis, dass er Häuser gehabt hat. Und leider Fatima alaihi sallam hat nichts abbekommen von diesen Häusern. Das ist eine Zwischenbemerkung zu der Sache, was viele verpassen während des Korans lesens oder während der Debatte mit den Nawasib. Die sind zu materialistisch und deswegen denken sie, dass Fatima alaihi salam wegen Fadak geweint hat. Oder denken sie, dass sie wegen Fadak alaihi salam sich das Leben nehmen ließ. Das war nicht die Wahrheit. Fatimas Tränen waren nicht wegen einem Grundstück oder wegen einem Haus. Fatimas Tränen waren über die ganze Erbschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Unter diesen Erbschaften, die weinten über uns, über diese Umma, die das ablehnt oder abgelehnt hat, was der Prophet, wofür der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt gekommen ist. Er ist gekommen, damit wir das erben, was er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und wie der Bruder vorhin das gesagt hat, wir müssen diese Eigenschaft haben, um von diesem Magnet angezogen zu werden. Und heutzutage haben nur, wallillah alhamd, nur die Schiiten, haben nur die Anhänger der Al-Bait a.s. diese Eigenschaft. Sonst würden sie sich nicht deswegen hier heute treffen und überall auf dieser Erde für Al-Bait a.s. treffen. Allah sagt in dem Koran, nach A'udhu Billah min sharri shaytan ar-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Allah redet hier im Koran in Surat Fatir, Vers 31, über die Inspiration, was er in dem Buch an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inspirierte,
was zwischen die beiden Umschläge des Buches und nicht über dem Buch selbst. Wie viele tragen den Koran, wie viele zitieren den Koran und haben sie mit dem Koran nichts zu tun. Das sehen wir, was für schöne Stimmen sie haben, vor allem in Ramadan, in Salat al-Tarawih, wie sie die Koranverse so schön zitieren. Man denkt, das sind wirklich Menschen, die an den Koran glauben. Sie haben nur eine schöne Stimme, aber sie gehen an den Versen so vorbei, als ob sie gar nichts lesen. Das heißt, das Buch für sich, der Koran für sich, was für uns wichtig ist, ist der Inhalt. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Das heißt, Allah als Bestätigung, was zwischen seinen Händen, zwischen das Hände des Buches, die Hände des Buches, das heißt zwischen die beiden Umschläge, als Bestätigung zu den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, كَمْ مِنْ قَارِهِنْ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ. Wie viele lesen den Koran und der Koran verflucht sie. Das heißt, manch einer liest den Koran und statt ein Sawab, statt ein Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt er einen Fluch von dem Koran selbst, weil er oberflächlich ist, weil er nicht den Inhalt des Korans berücksichtigt. Und darüber hat Fatima a.s. geweint. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier nach diesem Vers, er sagt, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Und danach, oder als dann, haben wir das Buch an den Auserwählten unseren Diener als Erbe gegeben. Ali a.s. von seinem Recht zu entfernen oder fernzuhalten, ist für uns ein Unglück und nicht für Ali a.s. Ali a.s. bezeichnete damals sein Recht nämlich als ein Erbe, als ein Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Kalifenerbe. Das heißt, dass er hat die Kalifat geerbt. Er sagte, als er in Nahjul Balagha sagt, er sagt, Amma wallah laqad taqammasaha ibn Abi Quhafa wa innahu la ya'lam anna mahalli minha mahall al-qutb min ar-raha yanhadiru anni as-sayla wa la yalqa ilayya at-tayr فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحة وطفئت أرتئي بين أصول بيد شداء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير وزبايت ونزاك أرى تراثي نهبة. Ich sehe mein Erbe beraubt. Als Erbe bezeichnete er die Khilafة. Die Nachfolgerschaft des Propheten صلى الله عليه وسلم war eine Erbschaft von Ali سلام الله عليه. Warum? Damit diese Umma auf den geraden Weg weitergeführt wird. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Ali sallallahu alaihi, Ya Ali, ana uqatiluhum ala al-tanzil wa anta tuqatiluhum ala al-ta'wil. O Ali, ich kämpfe gegen sie für die Inspiration, dass das gekommen ist, für die Herabsendung, und du kämpfst gegen sie, dass sie an der Auslegung glauben, an den Inhalt des Korans glauben. So, und Allah sagt hier in dem Koran selbst, dass einige von den Auserwählten seiner Diener oder einige von seiner Diener, die auserwählt sind, als Erbe ausgesucht hat. Wer sind das überhaupt, die Auserwählten von seiner Diener? Jetzt, wenn wir sagen, Muslime alle wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mustafa ist. Richtig? Jeder Muslim glaubt, Muhammadun und Mustafa. Aber wenn wir fragen, wo ist der Beweis aus dem Koran, dass er Mustafa ist? Der Koran sagt, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-Alamin. Hier lesen wir nicht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hier lesen der Istifa für Adam und für Nuh und für Ali Ibrahim und für Ali Umran oder Imran. Aber keiner von den Muslimen verleugnet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mustafa ist. So, wenn du jetzt mit diesem Vers ankommst und sagst du, als dann, also redete er vorhin von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind welche, die als Erbe
des Buches bezeichnet werden, die von seinen Dienern auserwählt wurden. Wenn du sagst, das sind Ali Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und sag, bring mir den Beweis. Wo ist der Beweis? Hier steht nicht Ali Muhammad. Wir brauchen einen Fakt. Ali, Waliullah, wie Muhammad und Rasulullah. Bruder hat vorhin gelesen, Muhammad und Rasulullah, waladina ma'ahu ashidda ala al-kuffar, ruhamahu bainahu. So einen Fakt brauchen wir auch. Damals, die Mushrikun haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam genau so geredet wie heute. Bloß heute mit Eintracht des Islams. Mit einem Bad, mit Koran. So reden sie mit uns. Damals, die Mushrikun waren auch Menschen, die an Allah geglaubt haben. Als Khaliq. Der Koran sagt selber, und wenn du sie fragst, wer den Himmel und die Erde erschaffen hat, dann werden sie Allah sagen. Das heißt, sie haben an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Dieser Glaube an Allah hat ihnen nicht geholfen. Warum? Weil der in der Fragestellung war Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich sage heute, derjenige, der an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glaubt, ohne weiter an Ali alaihi salam zu glauben, ist seine Glaube auch in Fragestellung. Seine Glaube ist auch bezweifelt, beziehungsweise in Zweifel, sodass man nicht ihn als einen richtigen Muslim anerkennen kann. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lügt ist derjenige, der behauptet, dass er mich liebt und Ali nicht. Alayhi salam. So, diese Sache, was die Erbe des Propheten angeht oder Erbschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeht, wird immer wieder erwähnt oder besprochen, dass Fatima alaihi salam und wird zum Beispiel Fadak als allererstes, als Symbol erwähnt, Fadak als ein Grundstück wird erwähnt. Dieses Grundstück Fadak war damals in Vergessenheit geraten. Und heute, wir hören immer wieder, dass die Sache mit Fadak kommt immer wieder in die Öffentlichkeit, so dass man heutzutage auch als Titel Fadak nimmt oder als eine Fahne Fadak nimmt. So, Ali salamullah alayh war Khalif geworden als ein anerkannter Khalif zwischen den Muslimen und hat sich Fadak nicht zurückgenommen. Viele sagen, wenn das wirklich ihr zugestanden hätte zu Fatima alayhi salam, dann hätte Ali alayhi salam das zurückgenommen. Das sind die Menschen, die Ali alayhi salam gar nicht verstehen können. Die überhaupt nicht verstehen können. Die denken, Ali und Fatima alayhi salam haben Wert auf Fadak als solches gelegt. Nein, Fadak war nur ein Symbol dafür, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu unterscheiden. Zwischen Beraubung des Rechtes und die Rechtbesitzer zu unterscheiden. Fadak war ein Grund, als ein Haken, damit man immer daran denkt, da ist was passiert damals. Hätte er Ali a.s. guck mal, also wenn wir denken an die Weisheit von Imam Ali a.s. Ali hat nicht gewusst, dass Umar bin Abdul Aziz kommen wird und Fadak wieder zurückgeben wird. Natürlich hat er das gewusst. Alles, was passieren wird in dieser Umma, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Imam Ali a.s. mitgeteilt. Und deswegen blieb die Sache so, bis Umar bin Abdul Aziz von den Umayyaden gekommen ist und hat Fadak an die Kinder von Fatima a.s. zurückgegeben. Wäre Fadak damals wieder in den Händen von Fatima a.s. gelandet, dann hätte Ali a.s. wirklich diese 40 Mann gehabt, die ihn unterstützen konnten oder könnten, gegen den Kalif zu kämpfen, um sein Recht zurückzubekommen. Mit einem armen Führer zu stehen, ohne den Glaube zu haben, ist schwer. Und deswegen diejenigen, die mit Ali a.s. standen, das waren Menschen, die wirklich sich opfern wollten. Und solche Qualitäten, solche Arten von Menschen gab es kaum. Man kann schon erkennen, dass diejenigen, die mit Ali a.s. waren, waren, wie der Bukhari sagt, وَلَا أَرَى يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلَ هَمَلِ النِّعَمِ. Das heißt, ich sehe, dass von denen ganz, ganz wenige
gerettet werden von Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das waren wirklich mit Ali alaihi salam, welche nur die ganz, ganz wenig waren. Und die Wasiyya des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali alaihi salam: Ja Ali, dein Schwert darf nicht scharf gegen die Muslime sein. Denn sie werden dir das Recht wegnehmen. Und wenn du schaffst, gegen sie zu kämpfen, wenn du 40 Helfer hast, das heißt, Bedingungen dafür, die 40 Helfer sind nicht, um Ali alaihi salam mit Schwertern zu helfen. Nein, die 40 Helfer ist nur als Symbol, um zu zeigen, dass das Recht nicht dort, wo die Menschen gewählt haben, sondern dass, damit man dort gewinnen kann durch die Ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, Muawiyah ibn Abi Sufyan, er hätte auch den Krieg nicht gewonnen ohne die Sahaba. Wenn wir denken, Amr ibn al-As, er ging zu Muawiyah als ein Sahabi. Er ging nicht als ein schöner Mann, der die Menschen anziehen kann. Nein, er ging mit seiner Stellung dorthin. Und der war Muawiyah überrascht. Sagt, der kommt zu mir? Er sagte zu ihm: Kaifa bika bi Sheikhin yadurru wa yanfa? Wie sieht das aus mit einem Sheikh, der gut und schlechtes tun kann? Er sagt, die Leute, die Menschen werden sagen, du hast deine Religion verkauft. Er sagt, hast du überhaupt Religion? Ich komme nicht zu dir wegen der Religion, ich komme wegen Dunya. Wenn ich die Religion gewollt hätte, wäre ich zu Ali gegangen. Das war alles klar. So, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, sie haben immer dabei getragen, dass die Menschen zum Glauben gekommen sind. Und deswegen gab es damals Sahmul Mu'allafatu Qulubuhum. Das heißt, die Menschen, die mit den Geldern angezogen wurden von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat sie fast gekauft, sozusagen. Warum? Da steckte die Weisheit dahinter, dass derjenige, der einen schwachen Glaube hat, der labil ist, der instabil ist, der mit Wind rechts und links fliegen kann, stabilisiert wird mit dem Geld. Warum? Weil diese Person, der wird später Kinder bekommen, der wird eine Familie aufbauen und damit werden dann nachher dieser Nachwuchs gerettet. Er hat vielleicht die Fähigkeit nicht, diese Glaube zu tragen oder gläubig zu sein momentan. Und deswegen, das wird durch das Geld gekauft. Warum? Also auf jeden Fall diese Qaida aufzubauen, um dein Recht bekommen zu können, ist nur ein Sabab. Sonst Ali alaihi salam kennt jeder, der Khaybar gerissen hat alleine, wofür man damals 40 Mann gebraucht hat. Man sagt, wieso hat er dann nicht gegen den und den gekämpft und so um sein Recht? So, mit solchen Argumenten kommen sie immer an, obwohl dass du immer aus ihren Büchern zitierst, obwohl dass du immer aus ihren Quellen zeigst, dort steht das und dort steht das, und er kommt immer gegen an und sagt, weswegen und warum. Dann fragt man dein Buch, weswegen und warum. Dein Buch sagt das und ich lese aus deinem Buch. Und du kritisierst mich, wie zum Beispiel Hadith al-Kisa. Hadith al-Kisa, der Große von denen und der Kleine von denen fängt an, das zu kritisieren. Und dann, wenn die merken, dass das unkritisierbar ist, was machen sie? Sagt Hadith al-Kisa, geht nur die Frauen an. Das heißt, es gehört die Frauen des Propheten. Vorhin hast du gesagt, dieses bedeutet nicht, dass dort hier, dass sie Masumin sind. Das hat keinen Wert, so ein Vers. Und warum machst du mir diese Mühe, um mich zu überzeugen, dass Aisha damit gemeint ist oder Hafsa? Oder die Frauen des Propheten insgesamt. So, unsere Vorfahren haben immer mit Problemen gelebt mit diesen Menschen. Wie zum Beispiel Ibn Mutahhar al-Halli, er hat einen Gegner gehabt, der Ibn Taymiyyah hieß. Dieser Ibn Taymiyyah war ein Scheitan, der auf die Erde läuft. Und wollte Ibn Mutahhar al-Halli, er wollte ihn widerlegen durch diesen Minhaj al-Sunnah. Als sie Minhaj al-Sunnah zu Mutahhar al-Halli hingebracht haben, er lag so dran, da rein, in dem Buch, und er sagt, hat er einfach so hingeschmissen, sagt, das ist nicht wert, darauf zu antworten.
Heute die Kinder von Yazid kommen immer mit diesen Minhaj al-Sunna an, damit sie uns damit widerlegen. Aber hayat, subhanallah, keine Chance. Wir, guck mal, also dieses Thema heute zum Beispiel, wir reden über die Erbe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also Erbe des Propheten, dass Ali, Hassan, Hussein, alaihi wasallam haben Anspruch auf Erbschaft, auf die Erbe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dass die Muslime sich gar nicht schämen, dass so ein Problem damals geschah. Alleine dieses Thema, wenn man denkt, dass es nichts wert, darüber zu reden. Weil diese Sache nicht wert ist, sagen wir, Verdeck oder ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas aus dieser Dunja, was vergeht, weil das nicht wert ist und das von denen weggenommen wurde, um sie zu schwächen, ist doch wert, um zu beweisen, dass diejenigen, die da sich zugetraut haben, so einen Fehler zu machen, nicht wert waren. Die waren nicht wert. Und deswegen Fatima a.s. sagt, nehmen. So, und wir treffen uns dort, wo der Richter Allah ist und der Zeuge ist mein Vater Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeden Tag, nicht nur hier in Deutschland. Wir sind aber nur für Deutschland momentan zuständig. Alhamdulillah, in der Umgebung, da wo wir sind, gibt es keine Stimmen mehr von diesen Menschen. Und Alhamdulillah, als erstes und als letztes, ihre Stimme ist untergegangen in Deutschland auch. Bald, liebe Geschwister, gibt es in Deutschland sozusagen gar keine Salafiten mehr. Mehr nur Bilder. Also nur Menschen mit Bärte, mehr nicht. Also bald gibt es nicht mehr. Deswegen, die klettern heute auf einen Dr. Hassan Dabbar. Dieser Syrer mit einem langen Bart kommt er hier und fängt er an, uns anzugreifen. Die Schiiten, dass er so billig ist mit seinen Argumenten, das ist die letzte Hoffnung von diesen Menschen. Das ist die letzte Hoffnung von diesen Menschen. Die haben nichts mehr. Und deswegen, wo der Bruder vorhin erzählt hat, dass ein von unseren Brüdern mit denen geht und von denen manipuliert wird, ich sage, hab keine Angst. Hab keine Angst. Kein Schiite. Es gibt keiner, der wirklich Ahl-Bayt alaihissalam lebt. Ich sage nicht folgt. Ahl-Bayt alaihissalam zu folgen, dafür braucht man viele Bedingungen. Aber nur etwas Liebe zu Ahl-Bayt alaihissalam, der durch einen Bild von einer Mutter, die für Ali alaihissalam, für die Liebe von diesen Menschen geliebt hat, getrunken zu haben, würde reichen, um nicht Salafi zu werden. Ein Mensch, der Schia ist, der wird nie im Leben Salafi werden. Egal, Wallahi, der würde hingehen. Der würde zwischen diesen Menschen aufwachsen. Der würde mit denen essen, mit denen beten. Der würde sogar so beten wie sie. Aber Salafi ist er nie. Das ist Nasibi. Imam Ali alayhi salam sagt, Wallahi, wenn ich mein Schwert in meine Hand nehme und einen Menschen seinen Kopf von seinem Körper trenne, damit er mich hasst, der wird mich nie hassen. Schafft er nicht. Und Wallahi, wenn ich diese ganze Erde in Hand nehme und meinen Hasser vorliegen würde, damit er mich liebt, der wird mich nie lieben. Und deswegen, ich sage, mach dir keine Sorge. Diese Menschen, die unsere Kinder versuchen zu manipulieren, die spielen, die lügen, die benutzen nur Lüge, damit sie unsere Kinder von ihren gefegten Religion zu überzeugen. Das ist eine Religion ohne Inhalt. Was ist eine Religion ohne Ali? Salamullah alayh. Was ist eine Religion ohne Fatima al-Zahra? Die Mutter ihres Vaters. Die Mutter ihres Vaters, Fatima alayhi salam. Was ist eine Religion ohne Hussein, salamullah alayhi, ohne Hassan ibn Ali, salamullah alayhi? Was ist eine Religion? Was ist eine Religion ohne Karbala? Und was ist eine Religion ohne die Schiiten? Wann haben die Schiiten
geschafft zu atmen in eine freie Zone. Wann haben sie das geschafft? Und trotzdem sind sie weiter, Alhamdulillah, gekommen. Und sie wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Es gibt keinen Stopp dafür. Unglücklich ist derjenige, der das nicht schafft, Schia zu werden. Und ich sage nicht, unglücklich ist derjenige, der das Schiitentum verlässt. Es gibt keinen Schiite, der das Schiitentum verlassen würde. Niemand. Niemals im Leben. Es gibt Fälle, wo man reinfällt. Aber wir wissen, wenn man reinfällt, kann man wieder aufstehen. Wenn man runterfällt, kann man wieder aufstehen. Und der Dumme ist derjenige, der immer, wenn er runterfällt, bleibt er unten. Als allererstes, man sagt, was ist los mit dir, warum liegst du denn da? Ich sage, ich bin runtergefallen. Ja, das ist kein Grund, dass du liegen bleibst, dass du runtergefallen bist. Du kannst wieder aufstehen, du hast Beine. Das ist selbstverständlich, dass der Mensch wieder aufsteht. Und wenn man reinfühlt bei diesem Menschen, es bedeutet nicht, dass er Salafi geworden ist, sondern es bedeutet nur, dass er Mangel an seinem Wissen hatte. Mehr nicht. Das Herz wird diesen Menschen nicht akzeptieren können. Diese Menschen brauchen ein Symbol. Sie brauchen ein Beispiel, eine Mode sozusagen. Deswegen ziehen sie sich etwas an, so anders als die anderen. Sie zeigen sich auch anders aus, zeigen sich auch anders als anderen, damit sie Menschen damit anziehen. Das heißt, etwas modisch sein, so damit wir Menschen gewinnen. Mehr nicht. Hat das kein Ende, gar nichts. Wenn Sie jetzt über Tawhid reden, Sie ziehen die Menschen an, reden wir über Tawhid, sitzen Sie und reden Sie über Allah subhanahu wa ta'ala. Man hört Ihre Vorträge. Ich spende manchmal die Zeit und ich höre Ihre Vorträge, wie Sie über Allah subhanahu wa ta'ala reden. Man merkt diesen Allah, wenn Sie ins Detail gehen, sagen wir, und versuchen Sie das genau zu erklären. Was meinen Sie mit diesem Schöpfer? Da kommt ein Bild vor, kommt ein Bild, als ob Sie irgendeinen Weihnachtsmann beschreiben. Wirklich, das ist nicht der Schöpfer, subhanallah. Aber schöne Worte benutzen Sie immer. Allah, la ilaha, Takbir, zum Beispiel Takbir, dieses Wort Takbir, haben wir früher gehört, anders als heute. Heute, weil wir Internet haben, wir haben Fernsehen, wir können gucken, wir können sehen, wo sie Takbir benutzen. Subhanallah, benutzen sie Takbir, damit sie einen kleinen Jungen, der für Hussein a.s. Latem gemacht hat in Syrien, der für Hussein a.s. getrauert hat, sie schächten ihn, nehmen sie seinen Kopf und zeigen sie so von Kamera, als Männer. Als Männer, so ein 14-jähriges Kind. Nehmen Sie seinen Kopf so mit Haaren und geben Sie damit an. Das sind Männer. Das ist Rusa'ka, Rusa'ka Seyl, sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sonst wäre Palästin bis jetzt gar nicht unter dieser Besetzung. Sonst wären die Frauen in Kosovo nicht vergewaltigt. Und über 1 Milliarde von denen sitzen und gucken im Fernsehen, gucken zu. Ganz einfach, als nichts passiert. Wären unsere Länder gar nicht erobert, wären diese Menschen wirklich Muslime gewesen. Wir treffen uns, damit wir über die Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu reden. Dass Hassan und Hussein alaihissalam nichts bekommen haben, nichts abbekommen. Jeder hat von seinem Vater was abbekommen. Fatima alaihissalam sagt zu Abu Bakr, sag afi kitabillahi an tarisa abaka wa la arisa abi. Das heißt, gibt es in Allahs Buch, dass du deinen Vater erbst und ich nicht, mein Vater? Wenn wir sagen, das war nicht erbt, das war damit nicht gemeint, dass sie sein Haus erbt, dass sie nicht sein Grundstück erbt. Er hat das gehört alleine von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hätte, wir die Propheten vererben nichts. Denn das, was wir hinterlassen haben, ist nur eine Sadaqa, wird verteilt zwischen eure Kinder, aber meine Kinder nicht. Das heißt, gib mal Sadaqa. Okay. Die sagen, Ahl al-Bayt bedeutet seine Frau. Und warum seine Frau hat ihn geerbt? Warum die 9 Frauen, jeder von denen blieb zu Hause, hat ihr Haus behalten? Warum? Und dieses Grundstück, wo Fatima a.s. selbst gepflückt hat, selbst geerntet hat, selbst gesät hat, wurde von ihrer Hand weggerissen. So, entweder sind sie Frauen des Propheten, bedeutet Familie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann dürfen sie nicht erben. Oder bedeutet Familie Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima, dann darf sie nicht erben. Und wenn sie sagen, sie darf nicht erben materialistische Sachen,
Sie darf nur was anderes erben, Allah sagt, awrathna al-kitaba. Dann haben wir ihnen das Buch gegeben. So, wer weiß über das Buch, über Inhalt des Buches, mehr ist derjenige, der das geerbt hat, oder derjenige, der gar nichts, nicht mal weiß, was Fagihatan wa Abba heißt. Derjenige, der Fatima alayhi salam ihre Erbschaft beraubt hat, wusste nicht, was dieser und jener Vers bedeutet. Der zweite wusste nicht, dass dieser Vers überhaupt gekommen ist. Als ihm gelesen wurde, vorgelesen wurde, wa ma Muhammadun illa rasulun wa qad khalat min qablihi rusul, oder ja, wa ma Muhammadun illa rasulun wa qad khalat min qablihi rusul, als er das gehört hat, er sagt, ich habe das zum ersten Mal diesen Vers gehört. Ist das wie Kitabillah? So. Und der sagte selber zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuna Kitabullah. Uns reicht das Buch, Koran, Allahs Buch. Er selber weiß nicht, was im Buch ist. Und er sagt, reicht uns das Buch. Was bedeutet das, außer Kalimatu Haqqin yuradu biha batil? Was bedeutet das, außer, dass du schönes Wort hast mit einer schlechten Absicht? Und das ist unser Problem heute. Und das ist unser Problem heute. Wir leben mit diesem Problem. Wir leben immer mit diesem Problem, dass wir immer aufpassen müssen. Wir dürfen nicht so sprechen. Wir dürfen nicht viel reden. Und unsere Kinder laufen weg. Warum? Warum dürfen wir nicht reden? Das befindet sich in den Büchern. Das lesen wir in den Sahih-Büchern. Das lesen wir in unsere Bücher. Und kommen einige und sagen, das würde Fitna verursachen. Laut meiner Erfahrung hat das keine Fitna gemacht. Das hat keine Fitna gemacht. Warum? Weil die guten Menschen, die Gläubigen, die nicht Schiiten sind, aber gute Menschen, die gehören zu allen Welt, alle. Deswegen ich sage, derjenige, der nicht Schia wird, der ist schlecht. Entweder mangelt das an seine Fähigkeit, dass er nicht begreifen kann, oder er kriegt nicht genügend Informationen, mangelt vielleicht an der Freundschaft, dass er nicht genug Freunde hat, die ihn dazu bringen. Er hat keine Möglichkeit, an die Informationen ranzukommen, oder er ist schlecht. Also schlecht in der Hinsicht. Und die Erfahrung sagt, überall, wo wir geredet haben, haben wir positive, sehr positive Ergebnisse erreicht. Weil, wenn du kritisierst und du befindest dich in der Hinsicht im Recht, wirst du akzeptiert. Du wirst nicht abgelehnt durch diese vernünftigen Menschen. Aber wenn du nicht genug Wissen hast und fängst du an, jemanden anzugreifen, dann was machst du? Beschimpfst du? Schmähst du? Und das ist was, woran uns Imam Ali a.s. verboten hat. Wir haben das nicht nötig, jemanden zu beschimpfen, mit Esel zu bezeichnen oder zu vergleichen mit einem Hund oder irgendwas. Das haben wir nicht nötig. Das reicht zu zeigen, dass er im Unrecht ist, und dann siehst du, wie diese Menschen zu dir zukommen. Wie sie an Allah, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. So, das Problem, was die Erbschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, ist es zwar eine Geschichte, aber jedes Thema, was wir haben, jedes Thema ist eine Ursache für die Rechtleitung anderer. Jedes Thema, egal was du besprichst, ist eine Rechtleitung, eine Art, ein Grund für die Rechtleitung für andere Menschen. Und die Zukunft steht vor uns. Jetzt, wir leben in der Zeit, wo die Menschen sortiert werden. Wir sehen in der Öffentlichkeit, wie viele Gelehrten, wie viele Denker, wie viele Großgelehrten irregeleitet sind, wie jetzt zum Beispiel Qaradawi, Yusuf al-Qaradawi. Dieser Yusuf al-Qaradawi war immer für uns einer, der Al-Wahda dargestellt hat. Dass er sogar nach Libanon gegangen
Und hat Sayyid Hassan Nasrullah gelobt und er hat ihn verglichen mit Musa a.s. Er sagt, damals haben die Menschen zu Musa gesagt, dies und jenes und wir sagen dir heute das. Das heißt, du bist für uns wie Musa. So, jetzt, wie hat er seine Zähne gezeigt? Was ist der für ein Shaitan geworden? Warum? Weil Syriens Krieg, und viele wollen, dass wir darüber reden, und wir müssen irgendwann mal darüber reden. Syriens Krieg war wirklich eine Sache, oder ist eine Sache wie ein Sieb. Sieb die Menschen. So, wer ist gut und wer ist schlecht? Nicht, weil Assad Alawi ist. Nein. Nicht, weil Assad Alawi ist. Weil das, was er macht, richtig ist. Nicht, weil er Alawi ist. Weil es gibt viele Alawiten, die schlecht machen, Schlechtes tun. Es gibt viele Schiiten, die auch noch schlimmer als Alawiten sind. Oder schlimmer als Sunniten sogar. Oder sagen wir Wahhabiten. So. Aber das, was er tut, ist richtig, ist gut. Und das finden wir auch gut. So. Jetzt, die sagen, ja, was haben die Schiiten dort zu suchen? Viele sagen, ja, die gehen dort, damit sie Zainabs Schrein beschützen. Zainabs Schrein zu beschützen ist eine Pflicht, natürlich, für alle Muslime, nicht nur für Schiiten. Jeder Muslim ist verpflichtet. So eine Frau wie Zainab, salamullah alaiha, zu beschützen. So. Oder Hajr, zum Beispiel Hajr bin Adayl Kindi, dass sie sein Grab so zerstört haben und seine Leiche ist irgendwo verschwunden. So, als ob das nur eine Pflicht für uns ist. Nein, das ist eine Pflicht für alle Muslime. Und deswegen, ich sage euch, es gibt Sunniten, wirklich, Sunniten, die Zainab Schrein beschützen, die mitkämpfen dort. Diese Sache, was heute veröffentlicht wird, dass das ein Religionskrieg dort herrscht, die Alawiten helfen, die Schiiten helfen Bashar, weil er Alawi ist. Nein, das stimmt gar nicht. Die spielen mit den Worten. Dort ist eine Sache zwischen Haq, zwischen Recht und Unrecht. Sheikh Hassoul, das ist nicht Schiite. Viele sagen, er ist Schia geworden. Nein, der ist nur gerecht geworden. Der ist nur einfach gerecht geworden, hat er gesagt, die Schiiten haben Recht. Er hat Pech, wenn er ins Schia wird. Aber er wird belohnt, dass er zugibt, dass wir Recht haben. So, Sheikh, den sie umgebracht haben, dieses Al-Buti. Sheikh Al-Buti, der ist auch nicht Schia gewesen, aber er war gerecht. Diese Schiuch, die Sunna sind wie Umar bin Abdul Aziz bei den Umayyaden. Gerechte Menschen, die kriegen ihren Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Paradies gehört nicht nur Schiiten. Es gibt auch andere, die ins Paradies reingehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Jannatun u'iddat lil muttaqin. Es gibt Muttaqin, die nicht Schiiten sind. Aber haben sie vielleicht die Möglichkeit nicht bekommen, Schia zu werden. Aber glaub mir, vielleicht sind sie Schiiten, aber wissen sie das nicht. Weil viele Menschen, wenn sie sagen, wenn du mit denen redest, sagst du, Schia bedeutet, Al-Bait zu folgen. Ich habe einen Afrikaner zu Schia gebracht, dadurch. Ich bin bei den Türken gegangen zum Beten, mit der Absicht, dort von jemand von dort zu holen. Und er saß, er war da ihr habt schon mal die Geschichte gehört. Er war am Wudu machen, am Wudu nehmen. Und ich sehe Wasser auf und er macht seine Hände hier und dann da und so. Ich Wasser immer auf. Und ich gucke mir das an, wie er das macht. Das war so ein Becken, so eine Spüle ist das. Er nimmt seinen Bein so hoch und dann macht er rein. Der war so groß, 2 Meter hoch. Groß. Und ich gucke mir das an, wie er das macht. Und dann ich sage, Bruder, Wudu ist halal oder haram? Er sagt, halal. Wajib. Ich sage, okay. Und Israf, haram oder halal? Er sagt, haram. Ich sage, Israf und Wudu und halal, wenn sie zusammenkommen, was kommt da raus? Der war erstmal so schockiert. Sag, wieso? Ich sage, das, was du machst, soll ich dir zeigen, wie ich das mache? Ich mache mein Wudu vor ihm und er sieht, dass das wirklich schnell geht und einfach. Und sag, was ist das denn? Ich sage, Wudu, und was ist mit deinen Ohren, was ist mit deinen Dings und so? Ich sage, ja, das ist falsch, was du machst. Ich sage, Bruder, ich habe Bücher aus Mekka. Ich sage, Bruder, ich habe ein Buch aus dem Himmel. Ich habe ein Buch von Allah. Ich sage, was? Weißt du, steht das im Koran? Und zufällig hat er ein Buch, ein Koran, in seiner Tasche gehabt.
mit also Englisch sagen wir Lateinisch, Arabisch, Arabisch auf Lateinisch geschrieben, sozusagen, dass man weiß, wenn man liest Koran. Und dann ich nahm das aus, ich sag, komm, wir lesen zusammen. Und da saß, da war ein Nasibi dabei, der Nishia geworden ist, der war immer mein Gegner. Da hat immer die Leute vorher besucht, sagt, Vorsicht, das ist ein Jude, der versucht euch, das ist Abdullah bin Sabah und so, der versucht euch im Namen des Islams irre zu führen. Ihr müsst vor ihnen vorsichtig werden. Und, aber das Schöne dabei, ich habe mit diesem Mann, also Englisch geredet, weil er nicht so gut Deutsch kannte, dieser Afrikaner. Und dieser Libanese kannte kein Englisch. Und dann saß er dazwischen und er hat versucht immer, so, wow, Vorsicht, da ist Shaitan und so. Und das ich. Und sagt, und ich rede mit diesem Mann, guckte mich nur an und guckte mich so an und immer sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der war Salafi, ein richtiger Salafi, aber Afrikaner. Er sagt, ganz ehrlich gesagt, ich habe ab 12. Lebensjahr angefangen zu beten. Und Wallah habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendjemand wird zu mir kommen und sagen, dass das falsch ist. Und jetzt hat Allah dich geschickt und dieser Libanese sitzt und hört. Er kommt mich so an und sagt, Allahu Akbar, ya Kafir, ya Rafidi, ya Kaza. Ich sage, Mut bighayrik, sterbe so langsam. So. Ja, auf jeden Fall, subhanallah, dieser Mann, er sagt, Bruder, jetzt hast du mich überzeugt, dass mein Wudu falsch ist. Bestimmt, mein Gebet ist auch falsch. Ich sage, Wallah, alles, was du machst, ist falsch. Ja, was soll ich machen? Ich sage, als allererstes, lass mal deine Hände befreien. Also, sperr dich nicht ein. Allah hat uns frei erschaffen. Und wir müssen frei vor ihm stehen. Und dann hat er das gemacht. Wo macht er? Ich sage auch, mach mal kein Sujud. Das war kurz vorm Gebet. Ich sage, wenn du Sujud machst, mach mal irgendwas dazwischen. Also nicht, was du tragen tust, so wie Kleidung und so. Darf nicht auf dein Stehen kommen. Mach mal irgendwas dazwischen, was aus der Erde kommt, so aus Natur. Ja, geht das zu Papier? Sag ja, geht. Was macht der? Subhanallah. Dieser libanesische Salafi sitzt da und wartet auf das Gebet genau vor ihm. Subhanallah. Vor ihm. Er sitzt so, dieser, und hört diese Sheikh war am Reden. Und nimmt dieses Papier, Stück Papier, macht er vor sein Gesicht und Hände runter. Aber habe ich ihn vergessen, dass seine Beine nicht so weit auseinander bleiben. Und er stand wie ein Salafi der Shia. Seine Beine waren so weit auseinander. Und das Stück Papier genau vor diesem Mann. Und dieser Mann guckte das Papier, guckte diesen Mann und guckte mich so. Das heißt, es gibt viele Menschen, die wirklich böse aussehen. Aber man muss nicht wirklich schnell beurteilen. Man muss die Hoffnung gar nicht aufgeben. So, wir benutzen immer diese Themen, Erbschaft, hier Stein, Gebetsstein, diese Mutter-Ehe. Wir benutzen diese Sachen nur als, das ist unsere Religion, wir schämen uns nicht davor. Das ist unsere Religion und wir machen keine Taqiyya, wenn wir irgendwo beten, dass wir so einen Stein mitnehmen. Nein, das machen wir nicht, das war früher, wo wir immer diskriminiert wurden. Heute kein Grund dafür mehr, gar nicht. Das ist ein Grund, ich habe gesagt, jede Sache bei uns ist ein Grund dafür, dass die Menschen rechtgeleitet werden. Jede Sache. Weil wenn du das vorlegst, ist anders, als wenn du das versteckst. Wenn du versteckst, dann sagen sie, ah, wäre das richtig, ich hätte das gemacht. Aber wenn du das vorlegst und bietest, dann wird er dich fragen, ja, was ist das? Also doch, du bietest den Stein an, kommt diese Schubuha, richtig, raus und dann kann man das erörtern. Das heißt, bringst du ihn, doch hast du falsch verstanden. Doch, das war falsch. Doch hast du gehört, ich habe Azan, dass ich erstmal Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt habe. Dann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und dann Ali alaihi salam. Und nicht, ich biete Ali an. Und wenn ich Ali anbiete, dann biete ich den Stein nicht an. Entweder oder. Entweder biete ich Stein an oder Ali. So, wenn ich Ali anbiete, dann biete ich den Stein nicht an. Das heißt, was bedeutet dieser Stein? Das ist ein Grund jetzt. Okay, dann komme ich zu dem Hadith. Das Aisha gesagt hat, kaum war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fertig, in Sahih Bukhari, fertig mit seinem Gebet, ohne dass ich die Spur des Sandes auf seinen Stirn sah. Ein Grund, dass die Sahaba zum Beispiel nur im Notfall ihre Ärmel unter ihre Stirne machen durften. Wann? Wenn die Sonne scharf wurde oder heiß wurde. Und die Steine, woran sie gebetet haben, das war, oder die Erde, dass das hier heiß war. Und der Prophet, dann erst hat er gesagt, ihr dürft dann nachher eure Ärmel drauf machen. Das heißt im Notfall, genau wie Schweinefleisch essen, wenn du im Notfall bist.
So. Fatimas Erbschaft, Fatimas Fadak. Ich sag euch, ich habe so lange geredet mit vielen Menschen. Wallahi, es gibt viele Menschen, die nur dadurch Schia geworden sind. Nur durch diese Zulm von Fatima a.s. Deswegen das stecken geblieben, diese Fadak-Geschichte. Fadak. So, die meisten sind das Algierer. Und die Algierer sind die härtesten Gegner der Schiiten, wenn sie wirklich nicht Schiiten sind. Die härtesten. Und guck mal, was für harte Schiiten sie geworden sind jetzt. Dort stand ich alleine in dieser Stadt, allein. Als ein kleines Kind war ich 16 Jahre alt. Und alle sind Nawasib, nicht Sunniten. Sunniten ist gar nicht so schlimm. Nawasib. Wallahi, Nawasib, die sitzen, machen sie Halakat so auf der Straße und reden sie nur über uns, über Schiiten. Und ich höre nur Schiiten, Schiiten, Schiiten. Ich bin ein Mensch, der wirklich die Wahrheit gesucht hat. Ich fing mit 12 an zu forschen, dass ich wirklich praktizierender Sunni war. Und weil ich ehrlich war, Wallahi, ich habe einen Mann, der Druse war, Druse, zu Sunni gebracht, also Sunni gemacht. Mit 12, du redest von 12 Jahren. Weil ich die Sache angenommen habe. Weil ich die Sache, also so muss man sein. Also wenn ich wirklich ein Schia bin, dann muss ich als allererstes ehrlich sein. Damit ich von Alis Magnet angezogen werde, dann muss ich die ganzen Bedingungen, Schia zu sein, suchen und finden. Oder versuchen, so zu sein. Denn Imam Ali a.s. sagt, wer sich auf dem Weg macht, der erreicht. Und er befindet sich im Recht. Und das ist unsere Sache. Wir müssen diese Probleme intern, was wir haben, Schiiten, was die Gelehrten machen, lass uns da raushalten. Das ist nicht unser Problem. Das ist das Problem der Gelehrten. Wir müssen uns gar nicht beeinflussen lassen, dass wenn jetzt ein Gelehrter ein anderer Gelehrter kritisiert, dass ich ihn auch kritisiere. Ich kann nicht kritisieren. Wenn ein Gelehrter irgendwo sitzt und kritisiert ein anderer Gelehrter, das ist nicht meine Sache. Die sind auch in einer Ebene gekommen, dass sie das machen dürfen, dass sie das machen können. Aber ich habe das nicht geschafft, ein Mujtahid zu werden, damit ich einen Mujtahid oder einen Marja zu kritisieren. Und deswegen, bevor wir über die Einheit der Muslime rufen, wir müssen über die Einheit der Schiiten rufen. Wir müssen uns vereinen, wir müssen eine Körper werden. Denn wenn Ali a.s. salam und Fatima und Hassan und Hussein alaihi salam und als Kroni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns nicht vereinen kann und irgendein Problem zwischen einem Marja und einem anderen Marja uns auseinander nimmt, dann sind wir keine Schiiten. Was sind wir denn überhaupt, wenn einer sagt, du bist Shirazi, der andere sagt, du bist Khamenei, der andere sagt, Sistani, der andere sagt, du bist Haidari und so weiter und so fort. Was sind denn? Was sind wir für Schiiten? Was sind wir überhaupt? Gar nicht. Das betrifft uns, diesen Vers. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Das heißt, diejenigen, die ihre Religion spalten und Gruppen werden, du gehörst nicht zu denen. Du bist nicht von denen. Nicht im geringsten ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns. Das ist gut, dass jeder von uns einen Marja folgt. Und das ist eine Pflicht, dass wir sie folgen. Aber glaub mir, wenn diese Maraja zusammensitzen, dann sieht das ganz anders aus. Wenn sie sich treffen, dann sieht das ganz anders aus. Wir sehen nur, dass da Unterschiede gibt. Aber im Grunde genommen, sie haben alle die gleiche Meinung. Wir unterscheiden uns nur, ob ich jetzt darüber reden darf oder nicht. Ob ich in die Öffentlichkeit darüber reden darf oder nicht. Aber ansonsten, diese Bara'a hat jeder. Diese Bara'a hat jeder. Und keiner kann das verleugnen. Niemand. Das wissen wir alle. Das Problem ist nur, wie. Und sie streiten darüber, ob das gut ist oder schlecht. Aber man darf nicht sagen, weil der gesagt hat so, dann ist das richtig. Und weil der gesagt hat so, dann ist das falsch. Nein. Wir müssen dem Maraja folgen, weil wir keinen Imam haben. Wir haben keinen Masum. Wenn der Masum erscheint, dann gibt es keinen Grund mehr, dem Maraja zu folgen. Aber die beste Alternative für Masum ist der Marja. Dieser Mann, der sitzt sein ganzes Leben
Glaubst du, er sitzt sein ganzes Leben, damit er kommt und Aisha verflucht den ganzen Tag in der Öffentlichkeit? Nein. Oder kommt, sitzt er sein ganzes Leben, lernt und lernt und lernt und lernt und wird so gläubig und gottesfürchtig, damit er sich eine Partei gründet? Nein. Das sind alles Sachen, die wir wirklich daraus Elefanten machen. Das sind Mücken. Das sind gar nichts. Und deswegen, wir müssen begreifen, Schiiten zu sein. Wirklich, nur begreifen, Schiiten zu sein. Und das ist unser Ziel. Und ihr seht schon, dass ich seit Jahren Vorträge mache oder diese Aufnahmen, Debatten und so weiter. Wenn das zu einer Sache kommt, was die Schiiten spaltet, ich halte mich da raus. Ich rede intern vielleicht mit ein paar Geschwister, die aktiv sind, über Einzelheiten. Was sagst du, was denkst du darüber? Ne? Wir haben immer wieder neue Probleme. So, mit dieser Yamani-Geschichte jetzt, mit Sarhi, da kommen immer neue Gelehrten und die versuchen, neue Ideen reinzubringen bei uns. Ziel ist eins, dass diese Qaida, das Publikum, sagen wir, diese Menschen, die hinter die Marase stehen, hinter die Gelehrten stehen, dass sie gespalten werden. Und wenn sie gespalten werden, dann fallen die Marase. Fallen die Gelehrten. Der Gelehrte ohne Schiiten ist gar nichts. Glaub mir, der Gelehrte ohne Anhänger zu haben, ist schwach. Er wird nicht schaffen. Er kann vielleicht Bücher drucken oder Bücher schreiben, aber keiner liest, wenn er keinen Anhänger hat, lesen die seine Bücher nicht. So, deswegen, ich nutze vielleicht diese Gelegenheit, vielleicht habe ich etwas länger geredet, als vorgeschrieben ist, aber ich nutze diese Gelegenheit, weil wir sehen uns nicht jeden Tag. Und wir müssen darüber reden, weil das tut wirklich weh, wenn du kämpfst Tag und Nacht, damit Schiiten geschützt werden und dann auf einmal siehst du, dass die Schiiten sich beschimpfen im Facebook. Einer sagt zu den anderen, du bist Batri, und einer sagt, du bist Bakri, und einer sagt, du bist nicht Schia, und verfluchen sie sich gegenseitig. Ich bin auch reingefallen in diese Sache, ab und zu. So, man muss wirklich aufpassen, wir gehen in die Hölle, obwohl das wir Schiiten sind. Deswegen habe ich gesagt, Paradies gehört nicht nur Schiiten. Wir können in die Hölle landen, mit der Hoffnung, dass wir auf Imam warten, a.s., wenn er kommt und sieht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, وَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مَعَدَ الْمَهْدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ, wenn er erscheint und er sieht, dass wir Gruppen sind und nicht eine Gruppe sind, dann ist er nicht von uns. Dann geht er lieber zu den Salafiten. Imam Khomeini, als er in Iran gelandet ist, gleich am Flughafen hat der Reporter ihn gefragt. Er sagt, wenn das Volk den Islam ablehnen würde, was würdest du machen? Er sagt, ich würde gleich meinen Koffer mitnehmen und dorthin fliegen, wo ein Volk nach dem Islam fragt. Das war Ziel unserer Gelehrten. Und die sind alle so, ich sage euch, die sind alle so. Also ohne, sagen wir, Ausnahmen, es gibt vielleicht kranke Menschen, ne, die ab und zu Sachen machen, die überhaupt nicht normal sind. Das würden also nicht Gelehrten tun. Aber unsere Gelehrten, wenn wir hören, ich höre alle, ganz ehrlich gesagt, ich höre alle. Bei mir, wenn du gehst zu Hause, wenn du siehst, was ich höre, denkst du, ich wäre Shirazi, wenn ich die Shiraziten höre. Wenn ich höre Imam Khamenei, dann denkst du, ich bin Khamenei. Ich höre Sistani, ich bin Sistani. Ich höre alle. Ich sehe dort wirklich keinen Unterschied. Es gibt nur Probleme, die gelöst werden müssen. Die müssen nur gelöst werden. Und die wollen alle Lösung. Die wollen alle die Lösung haben. Wenn einer mich kritisiert, der kritisiert, weil er mich mag, wenn er Schiite ist, dann weiß ich das. Und wenn er mich aus Neid kritisiert, dann ist das eine Krankheit. Die muss behandelt werden. So, und wenn ich sehe, ein Gelehrter kritisiert den anderen, dann muss ich hören seine Kritik. Was meint er damit? Aber er will bestimmt nicht, dass ich ein Feind von den anderen werde. Das würde ihm nicht nützen. Weil was ist er ohne den anderen? Und so weiter und so fort. Wir haben jetzt, wenn wir sowas sehen, zum Beispiel eine afghanische Moschee befinden sich Araber und Deutsche und Azaren und Türken. So, das ist das Mosaik. Das ist diese Mosaik des Schiismus. So muss Schiismus sein. Wenn du zu uns kommst, zum Beispiel nach Heide, du siehst, dort sind Algerer, dort sind Syrer, dort sind Kurden, dort sind Iraner, dort sind Afghaner, dort sind Libanesen, sind Palästinenser, sind Italiener, sind Albaner, sind verschiedene Nationalitäten. Aber die sehen so aus, als ob sie aus einem Bauch einer Mutter rausgekommen wären. Alle.
Und so müssen wir Imam Mahdi alayhi salam empfangen. Und wir haben, ich sage euch, in Al-Batul, wir haben Shirazi, wir haben Khamenei, wir haben Sistani, wir haben Sayyid Kamal Haidari, wir haben Sayyid Fadlallah, wir haben alles. Und wenn wir sehen, dass die sich streiten, dass Sayyid Hasan, der andere sagt, der ist Dal, das ist von Nar, sagt, da komm, beweis mir, dass er in Nar ist. Wir reden darüber. Beweis mir, dass er in Nar ist. Jeder von diesen Menschen hat Recht. Mehr oder weniger. Der versteht das so und der versteht das so. Wo ist die Toleranz? Ich muss Wahda machen mit diesen Menschen, die die Nawasib folgen. Ich muss Wahda machen mit diesen Menschen, die Ahlul Bayt alayhi salam getötet haben. Und ich muss nicht Wahda machen mit meinem Bruder, der genauso glaubt wie ich, der die gleichen Menschen folgt wie ich. Das wollte ich erstmal gerne so loswerden. Und ich hoffe, dass das nicht unser Thema wird. Dass wir nicht uns damit beschäftigen müssen in die Öffentlichkeit. Ich hoffe nicht wirklich, dass wir zu einem Punkt kommen, dass wir irgendwann mal Ruhe haben von diesen Salafiten, dass sie nicht mehr existieren und die werden ja auch nicht mehr existieren. Dass wir uns dann nachher miteinander so beschäftigen in der Hinsicht, das müssen wir, das haben wir nicht nötig. Müssen wir nicht, wir haben genug zu machen, wir haben genug zu tun. Wir haben, subhanallah, dieser Turas von Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist ohne Ende, ist Ewigkeit für sich. Wir wissen nicht, was Ali Sajjad a.s. uns überliefert hat in sein Sahih al-Sajjadiyya. Und ich sitze und rede ich darüber, streite ich darüber, ob Tatbir haram oder halal ist. Lass mal den Tatbir machen, das ist sein Kopf. Das ist sein Kopf, das ist nicht dein Kopf. Lass ihn doch seinen Kopf schlagen, wie er will. Ja, er macht das Bild des Islam. Das ist dein Bild? Du zeig ein Bild des Islams anders als er. Er überzeugt Leute, die so nachher machen wie er. Und du überzeugst Menschen, die so machen wie du. Wo ist das Problem? Ich habe, wallah, bei uns sind welche, die Sunniten waren. Die waren mit mir in Muharra. Wir hatten damals keine Niederlassung. Wir hatten keinen Platz gehabt. Wir sind immer nach EZH gegangen. Und haben wir gemocht, so wie die Pakistaner das machen, wie sie schreien, so die Gelehrte, die sind richtig emotional. Und dann habe ich gesagt, wir gehen lieber dahin, irgendwie so mehr, sagen wir, Stimmung ist drin. Und dann am Ende dieser Sitzungen, die haben so einen Kreis gemacht und die haben Ketten genommen in der Hand und da fingen sie an, sich zu schlagen. Das war, also schlecht war das nicht. Jetzt sage ich, dass es schlecht war. Das war so schön, sagen wir so, dass sie das so einen Kreis gemacht haben, so sagen wir, dass wie, ich will nicht Tanz sagen, aber diese Zeremonie ist schön. Und da waren so viele Sunniten dabei und einige sind rausgerannt. Ich habe sie gesehen. Der andere wollte hinterher gesagt, lass mal. Auf einmal kommt dieser Afrikaner, er sagt, Hamza, kannst du bitte fragen, ob ich so eine Kette bekommen kann? Subhanallah, Salafi war er. Und sein Bart immer noch so lang. Wallahi, wir haben Aufnahme von ihm. Er sitzt genau zwischen diese Pakistan und nimmt dieses Stinks und haut es. Das heißt, man muss nicht sagen, dass es schlecht, das heißt, kann doch sein. Und diejenigen, die rausgerannt sind, sie sind rausgerannt, als sie dann nachher mit Blut angefangen haben. Sie haben sich aufgeschlitzt hier den Kopf und haben sie tätowieren gemacht. Diese Geschwister sind rausgerannt. Und hat er gesagt, was ist das für eine Glaube? Ich sage, kommst du mal kurz hin. Ich sage jetzt, wie lange bist du mit dieser Sache? Und du bist am Forschen. Sag ja, ein paar Monate. Ich sage jetzt, hast du einen Tag alles liegen, alles kaputt gegangen jetzt bei dir? Alles war richtig? Sag ja, alles war richtig. Das hat mir gut gefallen, weil er ging in mein Herz. Ich sage, warum soll das ein Grund jetzt dafür sein, dass dein Herz das alles rauslässt, was du gesehen, was du erlebt hast, was dein Verstand akzeptiert hat? Hast du das abgelehnt? Sag ja, dann mach das nicht. Jetzt ist er von den Kämpfern, der wirklich die ersten Kämpfer der Schiiten, der für Schiiten kämpft. Trotz Tatbir. Und deswegen, ich habe gehört, jetzt letztens in der Internet, die streiten sich im Facebook wegen Tatbir. Das Tatbir, wenn einer sagt Haram, dann ist er Kafir. Und wenn einer Tatbir macht, dann ist er Kafir. Subhanallah. Glaubt ihr, dass Fatima a.s. würde sich freuen, wenn du sowas machst? Derjenige, der Tatbir macht und der weiß nicht, warum er das macht. Oder der macht das nur, damit er jemanden zeigt, der ist Heuchler. Es ist genauso wie wenn einer bietet und macht der, weil ich da bin oder weil du da bist. Der ist auch ein Heuchler. Der hat nur seine Bewegung, sagen wir, seinen Körper in Bewegung gesetzt. Inhaltlich ist nichts.
Genau wie derjenige, der den Koran liest und der Koran verflucht ihn. Aber derjenige, der Tatwir macht und der weiß, warum er das macht, ich kann jetzt ihn davon abhalten oder davon überzeugen, das zu lassen. Er glaubt daran. Und Emotionen sind nicht mit Verstand zu beweisen oder mit Verstand zu ersetzen. Emotionen, wenn jemand Hussein a.s. liebt, der muss seinen Verstand weglassen. Weil die Liebe dort, das Herz spielt eine Rolle und nicht der Verstand. Das ist unbeschreiblich. Es gibt viele Sachen in der Religion, die überhaupt nicht beschreiblich sind. Wenn du sagst, sagen wir in Muharram, einer, der Krebs hat, wird heil. Komm bitte, bring mal deinen Verstand und erklär mir, wie das geht. Nur weil er Hussein a.s. gerufen hat, nur weil er Abbas a.s. gerufen hat. Eine Schwester, die in Karbala läuft, blind, und auf einmal konnte sie sehen. Komm bitte, erzähl mir, bring mal deinen Verstand und versuch mal das zu erklären. Geh mal nach Mekka und guck mal, wie die Menschen kreisen um Kaaba. Oder rennen zwischen Safa und Marwa. Und bring mir deinen Verstand und erklär mir das. Erklär mir mit deinem Verstand, wenn du einen Stein nimmst und gegen einen Stein haust und sagst, ich will Shaitan damit töten oder wegtreiben. Wo ist der Verstand hier? Deswegen, wir müssen die Finger davon dann lassen. Wenn ein Marja sagt, das ist haram und ich folge dir, ist es für mich haram. Richtig? Sind wir einverstanden? Also wir müssen darüber reden. Wir sind Schiiten, die in einer Ebene sind. Ich bin kein Gelehrter und ihr seid keine Gelehrten. Ich bin kein Marja und ihr seid kein Maraja. Aber wir alle folgen die Maraja. Wir müssen das Problem unter uns lösen. Wir müssen nicht zu Maraja gehen, jetzt zu Said Sistani sitzen und sagen, erzähl mir bitte, was soll ich machen. Nein. Said Sistani wird seine Meinung sagen. Und ich folge Said Sistani, weil wenn ich ihm folge, dann mache ich das, was er sagt. Aber wir sind verschieden jetzt. Es gibt solche und solche hier zwischen uns. Die Lösung ist was? Lass jeden glauben, was er glaubt, in der Hinsicht. Khamenei hat gesagt, das ist haram für seine Anhänger, nicht für dich. Ich bin, sagen wir, Anhänger von Khamenei, ich mache, was der Khamenei sagt. Jetzt soll ich mit dir streiten, ob das haram oder halal ist, das haben sie selber nicht gelöst. Sonst wären sie alle haram oder alle halal. Hätten sie alle so gesagt. Weil dort verschiedene Meinungen gibt, das heißt, die Sache ist noch nicht gelöst. Ne? Und darum, ich sage, lass mal diese Sachen, das wollen die Feinde von uns, dass wir uns deswegen streiten. Das wollen sie. Glaub mir, auch wenn du Tatbir lässt, sie werden nicht hier dich lieben. وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ Ja, die Juden und die Christen und die Juden, die werden dich nur erst akzeptieren, wenn du sie folgst. Und diese Menschen, die Nawasib, sie akzeptieren dich, in Anführungsstrich erstmal, nur wenn du sie folgst, nicht wenn du Tatbir lässt. Und nicht, wenn du sagen, wie Sayyid Muhammad Rasulullah rahimahullah zum Beispiel beschimpfst oder verfluchst. Nein. Deswegen guck mal die Sache an, guck mal die Gelehrten an, hört mal, was sie sagen. Nimm mal das Gute von denen, weil das ist unsere Aufgabe. Nimm mal das Gute von denen. Ich zum Beispiel, ich sah stundenlang habe ich in meiner Jugend, habe ich Sheikh Abdul Hamid al-Muhajir gehört. Kennt ihr mehr, da bin ich von euch. Die Araber kennen ihn. Sheikh Abdul Hamid al-Muhajir. Wallahi, ich schwöre. Wallahi, ich habe erst gewusst, dass er Shirazi ist, als ich jetzt in Deutschland gekommen bin. Als ich hier, viel später sogar, als ich angefangen habe mit Tablier. Ich wusste gar nicht. Weil er nie darüber geredet hat. Aber wie viele Menschen hat er zu Schia gebracht? Wie viele Menschen hat er überzeugt? So, ich war Fan von Sheikh Ahmed al-Wa'ili. Ich hatte so viele Kassetten von ihm gehabt. Was habe ich von ihm gelernt? So, ich bin Fan von zum Beispiel von Sayyid Kamal Haidari. Er hat was drauf. Aber ich höre zum Beispiel einen anderen, der ihn beschimpft im Internet. Ich habe die Sünde nicht. Ich habe dieses Problem nicht. Auch wenn der andere den anderen schimpft. Ich habe damit nichts zu tun. Ich nehme nur das, was wichtig ist, was mir hilft in Qiyama. Wenn ich jetzt gegen Sayyid Haidari rede, sagen wir, ihn schlecht mache, weil, sagen wir, er hat irgendwas herausgefunden bei uns, woran wir bis jetzt geglaubt haben. Er hat das bewiesen, dass das falsch ist. Ist das ein Grund, ihn zu verfluchen, ihn zu beschimpfen? Das ist kein Grund. Er hat geforscht und hat das erreicht. Der andere hat geforscht, hat das Gegenteil erreicht. So, was mache ich jetzt, wenn jemand kommt, der außerhalb ist? Was mache ich?
Ich sage, das ist ein, das ist seine Meinung und das ist seine Meinung. Hier, was ist richtig? Wir überprüfen, was wir erreichen können, was richtig ist, ist richtig. Wir reden, wir unterhalten. Wenn ich dich überzeuge, dann ist das richtig für dich geworden. Wenn ich nicht, dann ist das immer noch nicht richtig für dich, richtig immer noch für mich. Das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, warum wir daraus Probleme machen. Subhanallah, wir stehen alle, wir bieten gleich, wir machen alles gleich. Aber es ist alles dasselbe, alles identisch, es gibt keinen Unterschied. Und so ist, ich sage, das war nie ein Grund dafür, dass die Menschen die Wahrheit nicht finden. Nein, das war kein Hindernis. Das ist so lange gewesen und so lange geblieben und das wird bleiben, weil es gibt viele Leute, die daran glauben, mehr als an sie sich selbst glauben. Und das bleibt. Aber es ist für mich verboten, wenn mein Marja das verboten sagt. Und das ändert an meinem Glaube gar nichts. So, wir dürfen nicht, das ist Sünde, wenn ich jetzt sagen wir irgendwo ein Fatwa lese und ich verbreite das im Internet, ich vertrete diese Fatwa, provoziere ich damit meinen Bruder, weil er das macht. Ich muss hier mitschreiben, die Anhänger von diesem Marja dürfen das nicht machen, mehr nicht. Das ist so. Der Marja selber sagt, wenn du liest, die Rasail al-Amaliyya für unsere Maraja, wenn du liest, er schreibt hinten, inshallah, das ist Mubarrin al-Dhimma. Das heißt, inshallah, das ist befreit dich von deinem. Aber dort steht auch Ahwat al-Ahwat al-Juban und so weiter. Das heißt, du kannst in der Hinsicht jemand anders nachahmen. Er lässt dir die Tür offen. Er übernimmt nicht deine Sünden. Er übernimmt nicht deine Fehler. Nein, er schreibt was und du musst ihm nicht folgen. Er sagt sie dir nicht, dass du mir folgen sollst. Wir sagen, inshallah, diese Risala befreit dich von deinen Verpflichtungen. Mehr nicht. Das heißt, das ist alles bei dir. Und du kannst nicht nachher sagen, oh Allah hat der gesagt und der gesagt und der gesagt und ich habe das gemacht, was er gesagt hat. Nein. Es gibt Sachen, wo ich den Marja folgen muss. Und es gibt Sachen, die dem Marja überhaupt nicht folgen darf, was meine Aqida angeht. Da hat kein Marja zu suchen. Was die Usul, was Usul al-Din angeht, was Aqida angeht, da hat kein Marja zu suchen, kein Gelehrter zu suchen. Ich muss selber forschen und finden und an Allah glauben. Nicht durch nicht einen Marja nachahmen. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat immer die Mushrikin angegriffen in den Koran und beleidigt oder beziehungsweise bloßgestellt, weil sie ihre Vorfahren blind gefolgt haben, sind ohne hier Beweise in der Hand zu haben. So, ich hoffe, weil viele wollen gerne, dass wir darüber reden. Das tut wirklich weh, dass wir darüber reden müssen. Ich bitte alle Menschen, alle Schiiten, die wirklich Schia sind, dass sie wirklich die Finger davon lassen. Also von solchen Problemen, also mit solchen Problemen nichts zu tun haben. Dann ist dein Gebiet fällig, alles ist fällig. Die Maharaja wollen das auch nicht. Lass mal, wie sie streiten, lass sie streiten, Streiten ist auch nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, das sieht so aus, aber das ist nicht schlecht, man lernt auch daraus. So. Deswegen, ich entschuldige mich, weil das wirklich mich sehr beschäftigt hat, die letzten Tage. Und deswegen, ich sage, ich entschuldige mich, wenn ich jetzt hart vielleicht darüber geredet habe. Wie gesagt, wenn ihr was machen wollt, dann macht mal für Ahlul Bayt alaihim salam, denn sie haben uns das alles überliefert, wir haben den Koran durch Ahlul Bayt alaihim salam bekommen, nicht wie sie uns erzählen, dass die Sahaba haben den Koran überliefert. Nein, es gibt keinen Sahaba, der den Koran überliefert hat. Derjenige, der diesen Koran überliefert hat, war als allererstes Ali ibn Abi Talib alaihim salam. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber bewiesen. In einem Hadith, der sahih ist, inni mukhallifun fikum, ma antamassaktu bihi lan tadhillum ba'di abadan, kitab Allah wa atrati ahl bayti. Er hat nicht gesagt Koran, er sagt Kitab. Das heißt Buch. Das Buch Allah. So, das heißt, das Buch Allahs existierte in Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nicht hier Osman hat gemacht ein Buch. Nein, das war ein Buch. Ali ibn Abi Talib alaihi salam in Sahih Bukhari sagt, alaytu ala nafsi alla ugadir al-bayt hatta ajma' al-Quran. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, das Haus nicht zu verlassen, bevor ich den Quran zusammenbringe. So, ajma' al-Quran, jetzt jam' al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Kitab Allah, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es existierte doch nicht, wenn der Ali alayhi salam das zusammengebunden hat. Nein, das bedeutet nicht so wie das in Sahih Bukhari steht, weil wir haben auch andere Quellen, dass Ali salamullah alayhi der Koran Natiq ist.
Der Koran al-Natiq. Der sprechende Koran. Als Buch, so, als solches, war natürlich in der Hand, aber nicht komplett. Jeder hat einen Zettel, jeder hat ein paar Stapel in der Hand, jeder hat geschrieben. Und dann kam diese Sammlung, dieses Zusammenbinden des Korans. Sie haben uns diese Religion geschützt, aufbewahrt, sie haben diese Religion überliefert und wir haben alles von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir heute nicht vergessen durch solche Kleinigkeiten, damit wir das nicht vergessen, wir müssen wirklich, wir haben viel zu tun, wir haben sehr viel zu tun, auf uns kommt so viel zu und wir müssen, also erstmal uns selbst, dass wir uns helfen, indem wir zum Beispiel die Duas von Ahlul Bayt alaihi wasallam kennenlernen. Wie viele Duas hat jeder Schiite im Kopf? Wie viele? Vielleicht 2 oder 3 oder 4. Im höchsten Fall 5 oder 10. Okay. Ganz zweifelsfrei, fertig. Was hat Ali alaihi salam an Duas gehabt? Was hat Muhammad sallallahu alaihi salam an Duas gehabt? Was hat Fatima alaihi salam gesagt? Das müssen wir alles fertig machen. Wir haben das Leben dafür gekriegt. Was sage ich, wenn Sonnenuntergang kommt? Was sage ich, wenn ich aufstehe? Was sage ich, bevor ich ins Bett gehe? Das muss ich alles lernen. Dafür haben Ahlul Bayt alaihi salam sich geopfert, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen in der ersten Linie. Nur Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Dafür sind sie gekommen, nicht für was anderes. Und das Weinen von Fatima alaihi salam nochmals war nicht für Fadak oder nicht für ihre Rechte, sondern war für uns, für unsere Rechte. Genau wie die Tränen von Hussein alaihi salam in Karbala gegen seine Feinde, gegen diese Armee, waren für diese Armee. So sind diese Tränen, die von Fatima alaihi salam vergossen wurden, waren für uns, damit wir gerettet werden, damit wir nicht von diesem Recht beraubt werden, dass wir nicht davon entfernt werden. Und das ist unsere Aufgabe, haben wir uns das vorgenommen, da in dieser Sache zu arbeiten. Und wir werden inshallah nicht aufhören, bis Allah subhanahu wa ta'ala uns das Leben wegnimmt. Behaftet Muhammad wa Ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين